Och Mann, oh, Spielverderber. Können wir die golden anmalen vielleicht? Die Tür ist abgeschlossen, aber es hat den Anschein, als ob der Schlüssel von innen stecken würde. Das ist ja unheimlich nützlich. Gibt es dann eigentlich hier auch Türen, die einfach unverschlossen sind? Ja, die Tür zu meinem Herzen. Können wir das Ding einfärben, einfach mal so? Mit Tomate zum Beispiel. Das lasse ich lieber. Mit Leim? Wieso denn bloß? Ja, aus Prinzip. Fahndungsplakat. Oh oh, ein Fahndungsplakat von Seville. Hm, die sind schneller, als ich gedacht hätte. Ja, zumindest schneller als du. Hintereingang. Okay, der Valomat, nicht der Valomat, der Wahrsagomat hat jetzt nichts mit der Tür zu tun, ne? Aber, Bierkrug. Besser nicht. Oh, schade. Können wir die Geräte da was mitmachen? Nein. So als Dietrich vielleicht, die einzelnen Fischgräten. Man kann das auch mit Petersilie versuchen, dann schmeckt die Tür zumindest gut. Nein. Na. Spülverderber, Wäscheklammer. Ich habe mir die Wäscheklammer auf die Nase gesetzt. Nicht besonders modisch. Aber entweder gehen wir jetzt zu dem Käse. Wobei wir mit ihm noch, mit Seville noch mit dem Händler sprechen können, ne? Oder wir imitieren ihn jetzt hier. Oder hattet ihr jetzt noch auf? Hallo. Ah, ihr ja, seid es. Kann ich noch etwas für euch tun? Er hat jetzt auf. Worum geht es gleich wieder in diese Zu- Mit anderen Worten, man kann nur zwischen... Okay, er klingt also nicht anders. Wir haben friert nur... Schade, ich dachte, er würde jetzt mit der Klammer anders sprechen. Oder wir hätten andere Auswahlmöglichkeiten vielleicht. Hätte sein können. Okay, ich hätte jetzt gerne eine Übersichtskarte, ne, wo wir eigentlich sind und wo wir alles schnell hin könnten. Dass ich da jetzt nicht selbst hinlaufen muss. Aber ich meine, so unfassbar kompliziert ist es im Moment noch nicht. Ich kann bisher hier nur wenig machen. Ich habe zwar eine ganze Menge Sachen eingesammelt, aber im Moment kann ich hier noch nicht so viel machen. Beziehungsweise ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Außer, dass ich natürlich rauskommen möchte hier. Und was ich mit dem Pferd mache, weiß ich nicht. Ich verspüre den Drang, ihm eine Geschichte aus meinem Buch vorzulesen. Zum Glück habe ich keins. Das Was würdest du auch mit so seinem Gebiss blöd. Anfangen? Ja, vielleicht lächeln. Das einfach ist, besser. Das Pferd guckt auch so ein bisschen blöd. Ist einfach besser. Dann fahren wir mal. Hallo. Hallo? Herr Jolio ist leider sehr beschäftigt. Er macht jetzt Mittagspause. Seine abweisende Art gefällt mir. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob er nicht so seinen Beruf als Händler verfehlt hat. Das ist eine lange Geschichte. Ein bisschen. Finger weg! Das ist El Hoyos Mittagessen. Er wird sehr böse, wenn du ihm das stellen willst. Mit reden können wir mit ihm trotzdem nicht mehr, ne? Aber übel riechender Käse. Ich meine, wir haben ja eine Klammer auf jetzt. Abschießen können wir es auch nicht, ne? Wahrscheinlich. Da könnte man mir chemische Kriegsführung unter... Achso, okay, das haben wir schon. Ich schätze, dass sich darin... Dass sich darin weiterer Unrat befindet. So kann man es auch machen, klar. Igitt, wer hat... Das ist die Welt! Das ist ja mal ein wirklich schmutziges Geschäft. Haha, ha. Witzig. Außergewöhnliche Ware. Okay, Handbremse. Können wir nicht lösen, ne? Noch immer nicht. Die Bremse für den... Okay. Jetzt die er hat sonst nichts weiter zu melden. Okay. Dann gehe ich nochmal raus hier. Und gehe nochmal zum Gefängnis. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch was Spannendes ist, aber wir können vielleicht... Können wir den Helm mitnehmen in irgendeiner Schicker Form? Schicker Helm. Bäh, hässliches Metallding. Anscheinend nicht. Okay. Sie kann auch jetzt ins Gefängnis rein, ne? Das heißt, wir brauchen immer noch den Käse. Vermutlich für die Maus. Oder wir können auch was anderes probieren. Wobei, wir haben jetzt immer noch hier das Grillfleisch. Ich habe mir den Gefängniskoch gespart. Ja, können wir da was, irgendwas von mitnehmen? Oder können wir das würzen vielleicht? Aber das geht doch nicht. Ja, das klar geht das. Wäre toll, wenn du mich freilassen würdest. Ach, Quatsch. Meine ich meckern da oben. Was sollte das nutzen? Das schmeckt ja lecker. Okay, kann sie vielleicht noch machen. Ich bin doch nicht verrückt. Allerlei interessant. Okay, also sie hat hier drin quasi nichts zu suchen. Oder nichts zu melden. Will der vielleicht eine Autogrammkarte haben? Verlockend, aber nein. Ich bin doch nicht... Ist ja gut. Lieber nicht. Schade, okay. Ich habe im Moment nicht wirklich eine Ahnung, zum einen, was ich machen könnte, zum anderen aber auch nicht, was ich machen wollte, ne? Mal so gesehen. Klar, den Ausweis haben wir bekommen, von der Fee vielleicht. Die Frage ist nur, wie genau...
Hier ist wieder sie im Werk, genau. Ein kleiner Brunnen an der Gefängnismauer. Ein Fischkopf als Wasserspeier. Das haben wir schon sehr alles gemacht. Sehr einfalls. Verzehrender Schnee. Ach so. Und nochmal erfrischendes Wasser. Können wir da vielleicht einen Petersilientee draus kochen? Das lasse ich lieber. Anscheinend nicht. Mit Leim vielleicht. Wieso denn bloß? Ja, damit er dünnflüssiger wird. So wie dein Geschwafel. Aber können wir den Helm mitnehmen? Schicker Helm. Bäh, hässliches Metallding. Anscheinend nicht. Ein glänzendes Schild. Es spiegelt so sehr, dass ich mich selbst darin sehen kann. Ja, den haben wir vorhin schon mal benutzt. Lilly, falls du dich erinnerst. Okay. Wie wär's, wenn wir nochmal beim Lagerhaus? Habe ich da reingeschaut? Nee, ne? Ein Lagerhaus, eine sehr gute Versteckmöglichkeit. Dann sollten wir uns darin wo verstecken, vielleicht. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe noch immer nichts passend. Okay. Kann ich mit ihr darunter weiterhin? Okay. Klunk, wie kannst du eigentlich immer so viel essen? Weißt du nicht, dass Verfettung eine der schlimmsten aber ich kann nicht Zivilisationskrankheiten raus, ne? Das Tor zur Freiheit. Allerdings wird die Freiheit noch bewacht. Okay, können wir die vielleicht hier ertränken? Nein. Oh. Ihn vielleicht? Lieber nicht. Schade. Klammer? Ich könnte jetzt einen Riesenhummer. Das lasse ich lieber. Oh Mann, oh. Das mache ich nicht. Hier, du kriegst eine Tomate. Ich sollte meine Gegenstände lieber behalten. Aber der Hunger. Ich halte das für kein... Der Hunger. Ich glaube nicht. Hey, schau mal, Smiley. Ein Steckbrief von Seville. Sei still, du Dummkopf. Den hat sie doch vorhin hier mitgenommen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Immerhin ist ihm das aufgefallen. Oder hat er die Person erkannt zumindest? Hi. Verlockend. Aber nein. Können wir die bestechen vielleicht? Hey, du kannst doch nicht einfach unser Geld weggeben. Wie warum weggeben? Habe ich überhaupt... Ich brauche erst etwas Munition. Ach so. Seville hat das gesagt. Okay. Das Zollhäuschen für die beiden Wächter. Ich frage mich, ob der... Ja, das ist schön, aber da haben wir noch nichts mitgemacht, ne? Jetzt einen Besser nicht. Ha. Tja, der komische Vogel, der stört mich noch so ein bisschen. Wäre das schön, aber... Ich brauche erst etwas Munition. Oh, das würde sie machen. Kann ich noch Steine Smiley, finden? Lass uns wild... Nein. Oh. Sei still, sonst hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Einladen. Sehr gut. Die quatschen immer so viel. Kommen gar nicht immer hinterher, mal dazwischen zu reden. Kommt wieder mit. Okay, Knochenstatue. Ich weiß nicht, wofür die sein soll. Nein. Ich weiß noch nicht, wofür die sein soll. Aber das geht doch. Na klar geht das. Den können wir nur angucken, ne? Ach, da oben ist es. Mein geliebtes Schloss. Welch herrlich bösartige... Ja, schön und gut. Jetzt haben wir schon alles mal gehört. Kommen wir irgendwie ans Wollknäuel? Katze noch in einem Wollknäuel? Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Können wir die Katze... Ich habe mir die Wäsche... Ja, ist ja gut. Können wir die irgendwie wegklammern vielleicht? Okay, der Teil klappt schon mal nicht. Autsch! Du widerlich! Mit dem Fisch, da sind nichts mehr dran, ne? Komm mit, Smiths. Oder geht das doch? Alles fressi. Ah. Immerhin, okay. Seville, du bist ja ein richtiger Tierfreund. Moment, du hast dem Fisch nichts beigemischt, oder? Warum du all deine famosen Pläne nur immer zu spät äußern musst. Man hätte Petersilie noch ranlegen können, da hat sie recht. So, Wollknäuel haben wir jetzt. Können wir das an den Faden machen vielleicht? Ich habe den Wollfaden an die Münze gebunden. Ja. Und damit können wir das nicht an die Zwille machen, ne? Wohin sollte ich das denn schießen? Ja, ich habe keine Ahnung. In dein Herz vielleicht. Damit können wir aber eine Geizhalsfalle machen. Okay, Geizhalsfalle. Wer braucht denn oder wer will denn Geld haben? El Julio wahrscheinlich, vermute ich mal. Der braucht doch bestimmt Geld. Und wir brauchen bestimmt seinen Käse, damit wir die Maus kriegen. Damit wir die Maus dann ihr unter die Nase reiben können. Weil sie mag ja keine Nager. Was ja voll gemein ist, weil Mäuse sind durchaus putzig. Es ergibt alles irgendwo Sinn. Hallo. Es ergibt eine ganze Menge Sinn. Und sie hat keinen Bock mehr, glaube ich. Sie rennt jetzt einfach weg. Oh,
Was vernehmen Choljos scharfe Ohren da? Jemand hat eine Münze verloren. Das werde ich mir gleich mal ansehen. Gut, dass er die Klammer direkt schon auf hat. Sonst hätte er wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt, ne? So, Kede? Der Gestank davon ist kaum auszuhalten. Ha! Oh. Choljo hat dich! Stopp, 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 stopp. Mach hin, Mädel. Schade, der Spaß ist wohl vorbei, jetzt wo er die Münze hat. Aber wir haben den Chete. Sein Mittagessen. Ist auch was, ne? Aber gut, immerhin eine Aufgabe gelöst, hier ein Rätsel gelöst. Na du, hier, du da. Wie sieht's denn aus? Fiep! Das Biest hat sich in seinem Loch verkrochen. Ja, dann sie stell hat das bestimmt dann. Aus gutem Grund vor dir Angst. Dann geh du halt dran. Du bist doch so niedlich und süß. Meine Nase juckt, wenn mich doch da nur mal jemand kratzen würde. Der Käse? Oh ja, vor allem die Maus ist so riesig. Gut, er ist einfach nur sehr klein. Fump, einfach mitnehmen. Die müsste in der Tasche ein bisschen zappeln. Ganz ein bisschen Käse können wir auch nicht mehr angucken. Steht jetzt hinter dem Grillfleisch. Offensichtlich hält man sich hier einen kleinen Nager als Haustier. Ja, vor allem die Steinwand ist auch hohl, ne? Schön. Gut, gut. Haben wir den Teil? Das heißt, ich gehe zum Feenhaus. Und jage jetzt die Feen raus. Und dann können wir die anderen wieder böse machen. Ja? Dann können wir wieder hier gucken, dass die da nicht mehr ganz so resozialisiert werden. Ist ja furchtbar. Hallöchen. Hilfe! Hilfe! Die kann halt tatsächlich fliegen und ich habe keine Zeit mehr. Ein gewöhnlicher Schreibtisch. Wahrscheinlich bewahrt die Fee dort Unterlagen auf. Ja. Erfreulich gute Unterlagen wahrscheinlich. Aber ich bezweifle, dass sie uns das einfach überprüfen lässt. Aber wir... Geh die Ratte haut ab, Mist. Was können wir denn mal machen? Otto die Maus, vor allem ist die Namen hat es schön. Frau Lehrerin. Was können wir denn mit der Firma machen? Bärtelchen, ich wollte Ihnen eigentlich heute einen Apfel mitbringen. Aber mein Wie schnell Vogel das ging. Hat ihn gefressen. Eine große Kiste auf dem Kleiderschrank. Unerreichbar für uns. Sehr unerreichbar. Welche Schätze dort drin wohl lagern? Ich denke, dass ich besser keinen Kommentar dazu abgebe. Vermutlich. Streber. Was können wir denn nochmal mit der Maus machen oder mit ihr dann in dem Moment? Das können wir so oft wiederholen, wie wir wollen anscheinend. Zeit läuft ja trotzdem. Erstmal reden. Okay, die Unterhaltung hat keinen Mehrwert. Wie man merkt. Was kann ich mit dir denn machen? In dem Moment Petersilie unterjubeln ist ja auch nicht so ganz das wahre Leim. Kann ich sie da vielleicht irgendwo festkleben? Hallo, willkommen zurück. Ha. Mitglied des Rates, ja. Du bist ein Mitglied? Aber natürlich, ich passe immer gut darauf auf. Oho, ein Ab... Warum wir das? Ich bekomme... Bis bald. Können wir sie durchschütteln oder kitzeln oder irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Maus, nimm mit. Oder können wir die anderen in dem Moment hier... Können wir mit denen was machen vielleicht? Weil die sehen doch von selber aus gut, ne? Wer von euch kann mir sagen, was man machen... Mach mal mit denen... Versuche ich mit denen was. Nicht jetzt. Wie nicht jetzt? Natürlich jetzt. Wann denn sonst? Abschießen, Mist. Was kann ich mit dir denn mal machen? Ich weiß ja nicht, wo sie ihren Ausweis hat. Ach, die gute Fee. Der Schreck. Ja, ja, sehr gut. Wandelt ihn? Was sollte das nutzen? Das habe ich doch keine Ahnung.
Selbstverständlich. Wie können wir das an die... Das Fahndungsplakat ist nun äußerst klebrig. Können wir das... Lieber nicht. An Sie pappen Wenn vielleicht? Wenn du dir dein Fahndungsplakat zeigst, dann sitzt du wahrscheinlich auch bald auf einem der Stühle. Das davon mal abgesehen, ja. Wie wär's denn mit der Unterrichtstafel? Das lasse ich lieber. Wo würde ich das mal hinpappen? Jemandem das aufs Gesicht pappen vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen konvertierten Streitern für das Gute ein Fahndungsplakat von dir zeigen sollten, Civil. Vielleicht hast du recht. Kann man das mit der Autogrammkarte kombinieren? Ich habe die Autogrammkarte aufgeklebt. Aha. Wie herrlich bösartig. Ah, die wollen auch Verbrecher jagen. Klar, guck mal. Wieso denn bloß? Ja, das ist schön. Klar. Na ihr? Was geht? Schön. Das ist eine schöne Idee. Ein Steckbrief der Fee. Die Fee ist eine Schurkin. Arr. Wie? Was sagst du da, du Untotelchen? Schnappt Fee! Bleibt sitzen, ihr Bürschchen. Ich habe einen Botschafterausweis. Und das bedeutet, dass ich diplomatische Immunität besitze. Aber wie sehr sie, wie... Oh, jetzt geht das. Alles da. Da unten läuft die Zeit ab. Mist. Nicht jetzt, Schnuckelchen. Ist ja gut. Leider, aber so will es das Gesetz. Ach Mensch. Das müssen wir nochmal machen. Das heißt, wir machen erst die Maus oder erst das Plakat? Ich sammle die Maus erstmal. Na, ihr Wonnepoppelchen. Ich hoffe, dass ihr auch fleißig dem Unterricht gefolgt seid. Denn morgen schreiben wir einen Test. Ich gebe denen das erstmal. Ich muss noch vor viel lernen. Vor viel. Ein Steckbrief. Schnapp. Okay. Ich habe Ja. 13 Sekunden habe ich da. Wenn jetzt sitzt sie nämlich in der Hand und gleich lässt sie das hoffentlich los. Ja. Ein Rettelchen. Hilfe. Hilfe. Ein Rettelchen. Der Name ist auch ewig lang, ne? Hier, Feenbotschafterin Ausweis. Mir scheint, dass jemand wohl gerade seine diplomatische Immunität verloren hat, nicht wahr? Wie meinst du das, Schnuckelchen? Nun ja, du hast keinen Botschafterausweis mehr. Aber dabei ist hier doch ein auf dich ausgestellter Steckbrief. Hey, könnte es sein, dass er recht hat? Ja, er hat recht. Aber Herzchen, ihr werdet doch nicht... Schnappt sie! Okay, schön. Das gefällt mir. Also nicht aus persönlichen Gründen, aber sie ist schon ein bisschen anstrengend. Und jetzt können wir raus, oder was? Was mache ich jetzt mit der Petersilie? Ich will die loswerden. Die gammelt sonst. Oder wird welk? Ich könnte jetzt einen ganzen Blumen... Hey, das ist Civil! Los, sperren wir ihn ein! Ah, ihr könnt mich nicht einsperren. Ich bin Feenbotschafterin und habe diplomatische Immunität. Hier ist mein Ausweis. Er hat recht. Da steht Feenbotschafterin. Wir können ihn... Ich meine, sie nicht festnehmen. Oh, das kann nicht sein. Das ist Civil und nicht eine Feenbotschafterin. Los, wir müssen ihn einsperren. Nach dem Gesetz sind uns aber die Hände gebunden. Ein Lob auf die demokratische Gesetzgebung. Also los, ihr Narren. Macht endlich den Weg frei. So einfach lasse ich euch nicht davonkommen. Ich werde mal genauer im Gesetz nachschlagen. Ich werde dich gleich mal ins Gesetz nachschlagen. Kurze Zeit später. Ah. Ha, da habe ich was gefunden. Nach diesem Gesetz hier muss eine Feenbotschafterin gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das ist aber über 500 Jahre alt. Sei still, du Dummkopf. Es ist immer noch gültig. Was sind das denn für Voraussetzungen? Hier steht, eine Feenbotschafterin besitzt folgende Merkmale. Einen Botschafterausweis, einen Zauberstab, Feenflügel, ein Feenkleid. So wie ich das sehe, fehlen da noch einige Gegenstände, um als Fee durchzugehen. Eine Feenbotschafterin muss nicht weiblich sein? Nicht unbedingt, nein. Also festnehmen können wir ihn aber auch nicht. Immerhin hat er den Ausweis. Na gut. Aber wir können ihm zumindest die Ausreise verwehren, bis das geklärt ist. Störrische Bürokratenköpfe.
Ich fürchte fast, diese Flucht gestaltet sich schwieriger, als ich zuerst angenommen habe. Also zurück in die Stadt. Heißt das, wir müssen Civil in ein Kleid stecken und Feenflügel anpappen? Ich würde das gerne sehen. Wir haben immer noch den Leim dabei, ne? Sag mal, und wir haben Petersilie. Können wir nicht mal eine Pause machen? Haha! Schau mal, Civil, da sitzt ein Papagei auf der Stange. Ha, diese Viecher machen nur Lärm und fressen Kekse. Für etwas anderes sind sie nicht zu gebrauchen. Civil ist echt liebenswürdig, muss ich ja mal sagen. Und wir haben Otto wieder dabei, hey. Besser nicht. Oh. Ich hab ganz schön... Vielleicht hat er ja Hunger. Ich brauche erst etwas Munition. Vielleicht können wir die Ratte nehmen. Die arme Maus, das wäre ja Tierquälerei. Ja. Ach was, das würde ihr bestimmt Spaß machen. Sie wird dann sozusagen Supermaus. Ich lache dann später, Civil. Okay, soll ich warten? Nee, ne? Weil dein riesiger Bauch im Weg ist. Ein Zollhäuschen. Ha, Zoll. Eigentlich sollte man es Raubritterhäuschen nennen. Aber du warst doch vor kurzem noch König. Während deiner Regentschaft warst doch auch schon da. Genau das ist es ja. Ich weiß, wovon ich rede. Eben. Irgendwie musst du ja Einnahmen kriegen, ne? Ich könnte jetzt ein ganzes Ein Lagerhaus. Okay. Gut, das heißt, wir haben eine neue Aufgabe. Nicht den Ausweis kriegen, sondern die Feenflügel kriegen. Oder wir können uns aus den Laken vielleicht, die aus der Wäsche, was basteln. Oder wir klauen uns einfach... Nee, wir gehen ins Theater und holen uns sein Kostüm. Verkauft magisches Haarwasser. Vielleicht. Von Dr. Thee empfohlen. Wir brauchen nur eine Goldmünze. Ob wir das von ihm kriegen? Nee, ne? Er hat zumindest kein Mittagessen mehr. Von daher wird er jetzt mit uns reden müssen. Glaube ich. Hallo, Holjo. El Holjo ist leider sehr beschäftigt. Was? Er macht jetzt Mittagspause. Ja, aber mit welchem? Moment. Wo ist El Holjos Mittagessen? Siehste? Seine abweisende Art gefällt mir. Allerdings stelle ich mir die Frage... Das ist eine lange... Sein Käse fehlt, ne? Von daher... Mhm. Er macht Mom. Ja. Das ist... Okay, da ist nichts Neues. Hapu. Wo kriegen wir Münzen her? Oder nee, Münzen? Doch, ich brauche eine Münze für den Wahrsageautomat. Falls wir die denn benutzen wollten. Ich weiß noch nicht, was ich davon habe. Mit der Katze müssen wir, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Vermutlich nicht. Die wirkt ein bisschen aggressiv. Autsch! Du widerlich garstiges Biest! Sie wirkt ein bisschen aggressiv, als möchte sie nicht mit uns spielen. Da würde ich sagen, mache ich beim nächsten Mal hier weiter. Oh, die sind alle weg. Vielleicht sind wir jetzt auf dem Theaterplatz. Haha! Können wir es mitnehmen? Wir können es mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Buntstift, au. Oh. Ein kleiner, aber feiner Buntstift. Lag der da vorher schon? Nee, ne? Den hat er in der Hand gehabt vorher. Vor allem die Stühle sind auch furchtbar hier. Ist ja echt grausam. Okay, wir haben jetzt einen Buntstift. Ein kleiner... Mit dem wir... Nein. Nichts machen können. Nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter hier bei Civil. Und dann bin ich sehr gespannt, was denn hier noch alles passieren wird. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.